Mich macht diese Welt einfach fertig. Ich habe so Weltschmerz. Ich steigere mich halt auch einfach in alles rein. Ich kann ja keine Nachrichten mehr gucken. Ich steigere mich in alles rein. Allgemein beim Fernsehen, da bin ich immer so drin. Während Corona war Fernsehen natürlich besonders schwierig für mich. Sobald da im Fernsehen irgendjemand gehustet hat, ich zack, ausgeschaltet. Ich weiß, völlig übertrieben und dumm. Ich hätte ja einfach nur eine Maske aufsetzen müssen. Nachrichten sind mein Endgegner. Danach sitze ich da und denke, die ganze Welt ist schlecht. Ich beschließe, nicht mehr auf meine Ernährung zu achten, fange an zu rauchen und Haare waschen lohnt sich auch nicht mehr. Alles ist in Kürze vorbei. Das Ende naht. Ich gucke ZDF. ZDF, Zentrum der Finsternis. Die ZDF-Mediathek, das Rentner-Netflix. Apokalypse während des Traumschiffs. Der Weltuntergang steht bevor und wird moderiert von Giovanni Zarella. Und wenn ich mich dann halb tot fühle und will, dass wieder jemand mein Blut in Wallung bringt, dann schaue ich Markus Lanz. Markus Lanz löst ganz arg viele Gefühle in mir aus. Und keins davon ist romantischer Natur, wobei... Nein, keins. So oft, wie der seine Gäste unterbricht, Markus Lanz, der Coitus Interruptus des Öffentlich-Rechtlichen. Und seine Fragen sind länger als ein Kapitel von Thomas Mann. Wenn ich einfach mal abschalten und mein Hirn entspannen will, also obere Etage komplett relax, dann schaue ich ja Dating-Reality-Formate an. Love Island, Temptation Island, Bachelor Paradise Island. Ja, sowas kennt ihr natürlich nicht, so ein Kabarettpublikum wie ihr. Ihr haltet euch ja schon bei einer Doku über die Fortpflanzung der Schneehasen in den Schweizer Alpen die Augen zu. Oder ihr fühlt euch, als hättet ihr was ganz Schmutziges und Verbotenes gemacht, wenn ihr mit einem Glasreiniger eine Holzplatte abwischt. Aber ich schau halt die Hardcore-Sachen. Love Island. Also dagegen ist Mallorca eine Insel der Sitte und Enthaltsamkeit. Love Island, bitte, ihr müsst euch einmal für mich anschauen. Love Island, der Hammer, austätowierte Muskelmacker, treffen im Pool auf Aperol gesäuerte Brustimplantate. Und dann geht's los. Der Live-Swinger-Club zum Zugucken. Willkommen bei Spanner TV. Ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Ich bin Psychologin, ich weiß immer, was ihr denkt. Ihr denkt, warum schaut die sowas? Ich beschütze mich vor mir selber, weil wenn ich nicht Trash-TV schaue, nehme ich das Handy in die Hand. Und dann bricht die Hölle los. Facebook, Instagram, TikTok, Facebook. Die geistige Ergusszentrale von Menschen mit ganz viel Meinung für sehr wenig Ahnung. Wenn man sich die Kommentarspalten bei Facebook durchliest, da weiß man, warum es Schuhe mit Klettverschluss auch für Erwachsene gibt. Oder Instagram, der digitale Otto-Katalog. Teleshopping im Hochformat. Selbstdarstellung, die mit der Realität so viel zu tun hat wie Markus Söder mit Kiffen und Gendern. Aber ich, Depp, glaub das alles. Wenn mir den ganzen Tag irgendwelche erfolgreichen, glücklichen, zufriedenen Menschen sagen, träume nicht dein Leben. Und ich denk mir ja, ach nee, träume ich nicht mein Leben. Ich träume ja von deinem.
Ich bin ja quasi raus bei Social Media, weil es mir nicht gut tut. Also ich bin da eigentlich gar nicht mehr. Also ihr könnt mir trotzdem alle bei Insta und Facebook folgen. Aber eigentlich bin ich da gar nicht mehr, weil es mir nicht gut tut. Dieser Selbstoptimierungswahn. Das Traurige ist doch, wir werden alle vollkommen und perfekt geboren. Und dann kommt die Gesellschaft und sagt, nein, das geht noch besser, höher, schneller, weiter. Und ihr wisst, was dann passiert. Zack, hat man so einen Schrittzähler am Handgelenk. Und da habe ich euch einen psychologischen Fachtipp. Bindet dieses Ding an Nachbars Katze. Ja. Ja, Mensch, Frau Wolf, das war ja fast philosophisch. Naja, mein Mann sagt eher deprimiert. Aber schauen Sie, drum sind Sie bei uns Gleichstellungsbeauftragte. Da haben Sie viel Tagesfreizeit, besuchen Sie einmal am Tag an Mill und mich und schon haben Sie wieder beste Laune. Was würde ich nur machen, wenn ich Sie nicht hätte? Ja, wahrscheinlich nur mehr Schrott im TV schauen.